Also zuerst mal muss man natürlich sagen, welches Leistungsschutzrecht. Wir reden hier vom Leistungsschutzrecht für Presseverleger und da muss man auch sehr genau drauf achten, weil es gibt unglaublich viele Leistungsschutzrechte und es werden mehr und mehr. Und das ist der Kritikpunkt 1. Es werden immer neue Definitionen für Leistungsschutz entwickelt, wo ein Leistungsschutz greifen soll und das macht natürlich letztendlich die Marktteilhabe schwieriger und schwieriger. Aber spezifisch im Pressebereich ist ja bereits in § 49 längst definiert, dass ganze Presseartikel natürlich honoriert werden müssen, aber dann an den Urheber. Worum es hier geht, ist eine reine Honorierung von Leistung eines Verlegers, die nichts mit dem Urheber zu tun hat. Und gerade im Internet, wo wir alle diese Struktur, das Netz als solches gemeinsam frei nutzen. Es wird auch niemand genötigt, eine lizenzleistungsschutzrechtliche Abgabe dafür zu bezahlen, dass er HTML-Code verwendet. Außerdem haben Verlage noch dazu die Möglichkeit, über Metatext und über Robot-Text genau zu steuern, welche Teile im öffentlichen Allmende-Bereich des Internets wirklich für jeden verfügbar sind. Und das ist der wesentliche Punkt, dass jeder steuern kann, was er in diesem Netz der Allgemeinheit, der Idee eines freien Netz zur Verfügung stellt. Und wenn man dann diesen Bereich honorieren möchte, dann finde ich das ziemlich fadenscheinig. Es gibt aber das Argument in der Musik, und Sie machen ja Musik, gäbe es so etwas wie ein Leistungsschutzrecht. Also da werden Verlage dafür honoriert, dass sie Musiker sozusagen nicht nur vertreiben, sondern auch produzieren. Also da muss ich Ihnen sagen, das ist gerade GVL ist ein riesengroßes Problem. Da gibt es ganz viele Problempunkte. Natürlich muss ein Leistungsschutzrecht zum Beispiel die Leistung eines einzelnen Studiomusikers honorieren, der sein Herzblut in Solo, in Gitarrenlauf, in was er auch immer spielt, schützt, weil der wirklich auch eine Art von künstlerischer Leistung beibringt, die auch urheberrechtlichen Wert hat. Wenn dagegen aber, und das ist der eigentliche Kritikpunkt an dem Leistungsschutzrecht im musikalischen Bereich, vor allem Plattenfirmen nur dafür, dass sie sich eine Promokampagne ausdenken, für sich ein Leistungsschutzrecht plädieren und im Gegensatz natürlich zu dem einzelnen Musiker, der im Studio arbeitet, ein kleines Honorar bekommt, viel größere Umsätze machen, dann aber prozentuell an diesen Umsätzen errechnet wird, wie viel jeder von diesen Geldern bei der GVL bekommt und dann vor allem Plattenfirmen ihre Leistung honoriert bekommen, dagegen aber der kleine Musiker, der eben teilgehabt hat an der Produktion nicht, sieht man, wie unfair das momentan skaliert ist. Und da sind wir genau in dem Bereich, den wir als Piraten auch kritisieren, die Verwertungsgesellschaften, da müssen wir wesentlich ran. Das betrifft vor allem das Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, wo solche so gewisse Stellschrauben jetzt schon angesetzt werden müssen, damit eben diese Ungerechtigkeiten im Verteilungsbereich, gerade bei Leistungsschutzrechten, sich ändern. Nun haben Sie eine Petition in die Pipeline gegeben, ins Internet, wie es immer so schön heißt. Was erwarten Sie sich davon? Natürlich, damit dieses Thema in der Öffentlichkeit mehr stattfindet. Und das tut es jetzt auch, wenn man sich die diversen Netzaktivistenseiten anschaut, von Eagle über Netzpolitik, über iRights.org und so weiter. Das Thema wird dort stärker aufbereitet, stärker wahrgenommen. Das ist ein wesentlicher Punkt, damit es nicht so quasi durchs Parlament gewunken wird. Also einer der Punkte, klar, Öffentlichkeit schaffen und natürlich auf einem zweiten, längeren Weg hoffentlich auch irgendwann dahin zu kommen, dass dieses Leistungsschutzrecht in dieser Form auch nicht greifen wird. Und ich bin mir auch sicher, dass eine Auslistung von Angeboten in Deutschland fatal wäre für viele Verleger und letztendlich will das, glaube ich, auch gar niemand. Sie wollen wahrscheinlich auch nicht, dass Sie immer in Verbindung gebracht werden mit der These, Sie wollen alles abschaffen, alles ist gratis im Netz, aber dennoch, ich weiß nicht, es ist so ein pavlovscher Reflexbogen. Man hört Piraten, Urheber, Leistungsschutzrecht und immer wird gesagt, Sie wollen alles abschaffen. Offenbar stimmt auch mit Ihrer Kommunikation da was nicht, oder? Das hat mehr damit zu tun, dass es wahrscheinlich manche Bereiche, manche Vertreter im Medienbereich gibt, die versuchen genau das immer zu thematisieren, weil wenn man sich mit uns beschäftigt und sich unsere Reformen zum Urheberrecht anschaut, dann merkt man sofort, da geht's nicht um Abschaffen. Das hat aber ganz wesentlich was damit zu tun, dass große Verlagshäuser, dass große Verbände, die an alten Verwertungsmodellen festhalten, natürlich auch versuchen, uns so ein Stückchen weit zu diskreditieren. Aber so ist es nun mal, wenn man als junge Partei mit neuen Dingen kommt. Ich kann mich erinnern, damals in den 80ern, als die Grünen mit der Forderung kamen, Abrüstung, da wurde auch von allen Verbänden laut geschrien, dann können wir ja gleich den Russen die Tür aufmachen. Und das ist genau die Art und Weise, wenn man mit politisch neuen Ansätzen kommt, wie damals die Friedensbewegung, wie
all diese Ausstieg aus der Atomkraft oder wir jetzt mit dieser wirklichen Öffnung hin zu digitalen Themen, aber auch mehr Bürgerbeteiligung, Transparenzsatzung. Wir treiben da ja auch die anderen Parteien vor uns her. Schauen wir uns den Bereich Transparenzsatzung an. Das hatten wir in Hamburg entwickelt. Jetzt fangen die Grünen an, das in Bayern zu machen. Wir haben das Thema Urwahl. Plötzlich macht's jeder. Also man merkt schon auch, dass die Themen, die wir setzen, dann auch stattfinden. Und ein Thema, was ich jetzt zum Beispiel in dem Bereich als nächstes bringen möchte, was mir wesentlich wichtig für die Parlamente ist, dass es eine Transparenzliste gibt für akkreditierte Lobbyisten, und zwar in allen Parlamenten, um genau diese Bereiche, die bisher hinter verschlossenen Türen stattfinden, eben auch noch transparenter zu machen. Damit der Bürger eine Möglichkeit hat, auch zu sehen, wie kommt es denn eigentlich zur Vergabe von gewissen Dingen? Wieso werden bestimmte Gesetzesinitiativen vorgezogen und andere dagegen nicht? Sehen wir uns an, eine Petition im Fall der GEMA, bestes Beispiel von Monika Bestle, eine ganz, ganz hoch angesehene Petition, die auch zur Unterzeichnung kam durch die gut vernetzte Lobby der GEMA mit ihrem Büro politische Kommunikation, wurde diese Petition einfach unter den Tisch gekehrt. Und das sind so Dinge, die wollen wir offenlegen. Und da wollen wir Transparenz. Und ich glaube, diese Form von Transparenz wird bei gerade den jungen Menschen auch dafür sorgen, dass es weniger Politikverdrossenheit, mehr Mitbestimmung, mehr Bürgerbeteiligung gibt. Und ich denke, alleine dafür kann uns die Demokratie dann irgendwann dankbar sein, weil das größte Problem einer Gesellschaft ist, wenn die demokratischen Strukturen nicht mehr anerkannt werden. Letzte Frage, weil Sie Transparenz schon erwähnten. Machen Sie denn auch transparent, dass es bei Ihnen in der Partei auch Defizite gibt? Also nicht jeder ist ja so, sagen wir mal, fachlich ausgebildet wie Sie, was dieses Thema anbelangt, aber viele äußern sich oder viele haben zumindest den Eindruck, reden zu müssen, obwohl sie vielleicht nicht informiert sind. Oder es passiert auch so, dass entgegen der eigenen Philosophie, zum Beispiel Christopher Lauer, einen Urheberrechtsentwurf erarbeitet, der eben nicht Liquid Democracy geprüft ist, sondern man weiß eigentlich gar nicht, woher kommt so richtig. Und das haut natürlich auch so ein bisschen die Vorurteile in die Medienperspektive, dass man hier vielleicht dann doch nicht so ganz an einem Strang zieht. Es ist natürlich klar, dass es eine Vielstimmigkeit bei uns gibt. Und alleine, da Sie so viele Konflikte aufzählen können, jetzt zuletzt die Geschichte mit Julia Schramm, all diese Bereiche, da fällt Ihnen auf, wir sind Transparenz. Bei einer anderen Partei würde man solche Dinge gar nicht wahrnehmen. Und bei uns werden die öffentlich diskutiert. Und was das Vorpreschen von Einzelnen dann betrifft, das wird dann natürlich auch in der Partei entsprechend abgestraft. Also was das betrifft, funktioniert unsere Basisdemokratie. Wir müssen vielleicht daran ein bisschen arbeiten, dass wir manchmal im Umgang ein bisschen vorsichtiger miteinander sind, damit nicht Menschen gedemütigt werden öffentlich. Ist ganz wichtig, Stichwort Shitstorm. Deswegen auch so wichtig das Bällebad. Also so gesehen, da gibt es schon so Bereiche, wo wir natürlich auch lernen und am Arbeiten sind. Das ist ein offener Prozess, aber Transparenz findet bei uns statt. Man kann sich wirklich jede Sitzung, wenn man möchte, von jedem Vorstand hinterher anhören. Die sind alle aufgezeichnet in unserem Piraten-Wiki, das jeden Tag um Gigabytes wächst, dokumentiert. Schließen Sie uns da ganz kurz an. Im Buch Klick mich von Julia Schramm. Wie ist da der aktuelle Stand? Wird sie jetzt von der Parteiführung dafür gemaßregelt oder wie läuft so ein kritischer oder selbstkritischer Prozess? Ja, also natürlich hat es zwei Ebenen. Die eine Ebene ist die private Seite. Es ist jedem selbst überlassen, wie er seine Vermarktung letztendlich anstellt. Aber dass natürlich da gerade der Bereich Urheberrecht betroffen ist und wir dann intern auch auf allen Ebenen diskutieren. Das betrifft dann nicht nur die Führungsspitze, sondern wirklich jede Gliederung. Bei uns funktioniert Basisdemokratie von unten. Das heißt, wenn Menschen von unten ihre Fragen stellen an den Vorstand, dann werden die auch öffentlich beantwortet. Wir haben jede Woche unsere öffentlichen Mumble-Vorstandssitzungen, wo genau über solche Themen diskutiert wird. Und da würde ich jeden einfach einladen, da mal reinzukommen in so eine Mumble-Session, zu sehen, wie hart dort auch diskutiert wird über solche Dinge. Und das ist, finde ich, genau die Stärke bei uns in der Partei, dass man sich solchen Konflikten dann auch stellt. Aber wie ist jetzt die generelle Meinung zu diesem Klick-mich-Buch? Naja, die Meinung zu dem Buch kann ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, ja, ich meine zu dem Verfahren, dass sie sozusagen da eigentlich antipiratisch gehandelt hat. Also ich denke, es gibt da momentan ganz, ganz viele Meinungsströmungen. Deswegen kann ich da nicht für eine allgemeine Meinung sprechen. Es gibt Leute wie Niedersachsen, die dann plötzlich mal einen Rücktritt fordern. In Hessen ist auch irgendwie sowas in der Art unterwegs. Auf der anderen Seite gibt es auch eine versöhnliche Richtung, die sagt,
Ja, wir müssen gerade aus dieser Causa jetzt lernen und noch mehr fordern, dass Urheber mehr Möglichkeiten haben, in der Vertragsverhandlung selbst, gerade wenn es unbekannte Urheber da sind, in der Vertragsverhandlung selbst viel stärker Einfluss nehmen zu können auf einzelne Punkte, die momentan alleine in der Hand des Verwerters sind. Das ist zum Beispiel auch die Abmahnung per se. Das kann der In den meisten Verlagsverträgen ist sowas nicht vorgesehen, die Mitbestimmung, deswegen Reform des Urhebervertragsrechts. Aber auch ganz genauso, wir brauchen für Urheber, gerade für diese kleinteiligen Urheber, eine stärkere Lobby. Und das könnten letztendlich Verwertungsgesellschaften sein, wenn sie denn demokratisch, transparent und auch gleichzeitig verteilungsgerecht wären. Aber da gibt es für uns viel zu tun und da sind wir natürlich auch dran. Vielen Dank für das Interview. Gerne.